Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Four Seasons to Glory, heute mit dem VfL Bochum. Das Ziel ist es, nach 4 Saisons möglichst viele Punkte zu holen nach diesem Punktesystem, um in der Four Seasons to Glory Bundesliga-Tabelle nach ganz oben zu kommen. Ich bin gespannt, was wir mit dem VfL Bochum erreichen können, aber zuerst müsst ihr noch den Kanal abonnieren und ein Like da lassen und den nächsten Verein rein in die Kommentare schreiben. Somit möchte ich gar nicht mehr so lange rumschnacken und wir sehen uns im Video. So, die erste Transferphase hier mit dem VfL Bochum ist vorbei. Wir haben eine Menge verkauft. Gamboa ist gegangen, Tite haben wir verliehen, Förster verkauft, dann Odets verkauft, Esser verkauft, Tolba verliehen, Danilo verkauft, Römling verkauft. Dann der erste Neuzugang ist ein linker Flügel mit Banda. Dann haben wir noch Santiago Simon als neuen Rechtsverteidiger geholt, Rölleke noch verliehen und Inaki Peña als neuen Torhüter geholt. Somit sieht die erste Startformation für diese Four Seasons to Glory mit dem VfL Bochum folgendermaßen aus. Eigentlich alles bekannte Gesichter außer Banda und Simon, die Neuzugänge, die in der Startformation sein werden. Und auf der Bank haben wir dann noch einen neuen Ersatztorhüter mit Inaki Peña, der vielleicht langfristig die Nummer 1 werden könnte. Ich würde sagen, wir sehen uns dann mal im Winter, um zu schauen, was die Mannschaft so gerissen hat. Und die Saison läuft richtig gut. Der VfL Bochum steht im Winter auf Platz 5 in der Fußball-Bundesliga. Somit ist man auf Europakurs. DFB-Pokal gewinnt man in Runde 2 im Elfmeterschießen gegen Werder Bremen. In Runde 3 kann man sich dann gegen den VfB Stuttgart durchsetzen und trifft somit jetzt im Viertelfinale auf St. Pauli. Und ja, die Mannschaft hat sich auch gut weiterentwickelt. Zum Beispiel Banda auf einer 74 hoch, Asano auf einer 76, Simon auf einer 74, auch Masovic gut unterwegs, wie auch ein Osterhage. Die Bank sieht auch ziemlich gut aus mit Inaki Peña. Quarteng ist auch auf 79 hoch. Also ich denke, die Mannschaft fühlt sich gut und ich hoffe, wir können bis zum Sommer diese Europa League Qualifikation klar machen. Und ja, wir bleiben oben dran. Wir werden einfach Siebter nach der ersten Saison hier mit dem VfL Bochum. Das ist sehr überraschend in meinen Augen. Und jetzt kommt es halt darauf an, wer gewinnt den DFB-Pokal oder sind das sogar wir? Wir sind es definitiv nicht. Wir fliegen im Viertelfinale gegen St. Pauli raus. Somit müssen wir hoffen, dass ein Top-Team gewonnen hat. Und das ist auch so. Borussia Dortmund gewinnt den DFB-Pokal. Somit spielen wir in der nächsten Saison Conference League. Die meisten Tore in dieser Saison hat Gonzalo Paciencia geschossen, der leider per Laie wieder weggeht. Also war ja nur ausgeliehen. Dann Lamek Bandar, der Neuzugang, auch mit 14 Buden richtig gut unterwegs gewesen. Die meisten Vorlagen hat dann Kevin Stöger gegeben, der ein bisschen unglücklich ist im Verein, aber der könnte man für gutes Geld verkaufen in diesem Sommer. Und ja, so sieht die Mannschaft nach der ersten Saison aus. Bitter ist einfach das Paciencia und Schlotterbeck bei nur ausgeliehen sind und den Verein schon im Sommer wieder verlassen müssen. In der nächsten Saison möchte ich vielleicht auf der Linksverteidigungsposition wie auch auf den Flügel neu zulegen, aber das seht ihr dann, wenn die Transferphase vorbei ist. So Freunde, die zweite Transferphase ist vorbei. Wir haben uns ja in der letzten Saison für Europa qualifiziert, zwar für die Conference League, und somit mussten wir ein bisschen aufrüsten, aber zuerst müssen wir da Spieler verkaufen. Das war Bernardo und Gerrit Holtmann, die wir abgegeben haben. Rölleke haben wir verliehen und Tite haben wir verliehen, und somit konnten wir uns Östigard für die Innenverteidigung holen, Malero als neuen Linksverteidiger holen und neu für den Sturm Duk. Somit ist das die Mannschaft, die reingeht in die zweite Saison hier mit dem VfL Bochum. Ich habe ein bisschen Angst, hier im europäischen Geschäft könnten wir schon, ja, ein bisschen Mühe haben mit der Doppelbelastung, aber we will see. Somit, wir sehen uns am 1. Januar wieder. Ja, Freunde, so wie erwartet, extrem scheiße läuft diese Saison. Nur 11 Punkte in der Hinrunde, somit Platz 17 nach der überzeugenden letzten Saison. Können wir nicht mehr anknüpfen, aber wie sieht es in den anderen Wettbewerben aus? Die erste Runde im DFB-Pokal können wir gewinnen gegen Magdeburg, aber wir fliegen dann im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart raus. In der UEFA Conference League blamieren wir uns komplett. Wir holen nur 2 Punkte in der Gruppe mit Ferencvaros, SFC St. Gallen und Austria Wien. Ja, die Mannschaft hat sich auch nicht wirklich gut entwickelt, außer Banda, Malero, okay. Also doch, sie hat sich schon ein bisschen entwickelt, aber trotzdem, es läuft nicht gut in dieser Saison. Und ich sehe schwarz, dass wir diese Karriere, oder besser gesagt diese Four Seasons zu Glory bis zum Schluss beim VfL Bochum verbringen werden. Ja, Freunde, das ist der Abstieg für Bochum und auch die Entlassung für mich. Ja, Europa kam viel zu früh für uns und somit ist jetzt schon klar, dass der VfL Bochum die nächsten 2 Saisons auf sich allein gestellt ist. Und wenn sie in der nächsten Saison den Aufstieg nicht schaffen, dann haben sie einfach 0 Punkte, außer sie holen Punkte im DFB-Pokal natürlich. So, Freunde, es ist eine kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich könnte es skippen, wenn ihr es nicht hören wollt, aber ich und ein paar andere YouTuber haben zusammen einen Discord-Server gegründet, also gerne unten abchecken, ist unten verlinkt, auch die anderen Jungs, die da mit dabei sind, sind auch verlinkt und die würden sich gerne auch über ein Abo freuen.
Somit geht's jetzt weiter mit dem Video. So, Freunde, wir sind am Ende der vierten Saison angekommen. Ja, Bochum ist zurück in der Bundesliga. Somit können sie hier nochmal ein bisschen Punkte sammeln. Aber ich denke, wir haben unser Schlusslicht gefunden. Welcher Platz wurde denn Bochum? Wir gehen nach unten in der Tabelle und wir sehen Platz 15. Das heißt nur 4 Punkte für den VfL Bochum. Wie sieht es im DFB-Pokal aus? Konnten hier die Bochumer Punkte mitnehmen? Wir gehen hier rein. Runde 2. Ein 2:1-Sieg gegen den HSV. So mit einem Punkt haben sie schon mal sicher. Das heißt 5 Punkte. In Runde 3 hat dann Bochum 3:2 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Das heißt 2 Punkte. Somit sind wir jetzt auf 6 Punkte. Im Viertelfinale hat man aber dann gegen den SC Freiburg verloren. Europäisch war der VfL Bochum nicht mit dabei. Aber jetzt ist klar, dass sie das Schlusslicht geworden sind in der Four Seasons to Glory Tabelle. Hinter dem VfB Stuttgart mit 6 Punkten. Nun der VfL Bochum. Und ich glaube, das wird auch bis zum Schluss so bleiben. Wir schauen uns noch zum Abschluss mal den Kader an. Wir sehen Iñaki Peña immer noch auf der 76, Hugo Rülleke auf 79, Orun Tide auf einer 72. Dann in der Verteidigung haben sie einen Christiansen, das ist wahrscheinlich irgendein Regent mit einer 72. Dann Paul Lirola mit einer 75, Masovic 77, Noah Losli mit einer 70. Dann Tim Oermann mit einer 74, Felix Paslak 72, Wittek 73, Tolba 70. Und dann Östigard ging auf eine 81 hoch aus einem Transfer, der noch Wirkung gebracht hat. Dann im Mittelfeld Bero 73, Ruben Garcia 74, Mosquera 75, Mendoza 73, Juan Ignacio Nardoni, ein guter Transfer, der nach uns getätigt wurde, hier mit einer 80 im Mittelfeld, Patrick Ostark auf einer 79 erhoben gegangen und Kevin Stöger nur noch eine 75, dann im Sturm Antwia Jay mit einer 70, Lamek Banda bis zum Schluss geblieben und eine 82 mitgenommen, Brozinski 74, Bavic ein neuer Stürmer mit einer 72, Lukas Daschner ist auf eine 74 hochgegangen, dann Duk auf eine 77 hochgegangen, Philipp Hofner nur noch 72 und Nathan Fraser auch ein neuer Stürmer mit 73, Kuzia 77, Fateng 71, Soel 71 und George Ngoma mit einer 74 wie auch Tebili. Also der Kader sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber eben diese Conference League hat uns wahrscheinlich ein bisschen auseinandergenommen. Somit war es das mit dieser Four Seasons to Glory. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst doch gerne ein Like da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt in die Kommentare rein, mit welchem Team ich die nächste Four Seasons to Glory aufnehmen soll. Bis dahin. Ciao, ciao.